Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute diese tolle Box angehen. Ihr habt sie in meinem Auspackvideo schon gesehen. Ich verlinke euch das Video hier oben und schreibe euch auch unten in die Infobox nochmal die Zeit rein, ab wann ich diese Box vorstelle, weil dann seht ihr alles, was da drinnen ist. Ich habe jetzt schon den ganzen Teil verbastelt, deswegen kann ich es euch jetzt so nicht mehr zeigen. Aber ich möchte mit euch heute noch eine weitere Idee basteln. Also ich habe jetzt schon 6 Karten gebastelt. Für 9 Karten reicht das ganze Set und ich habe gedacht, ich gebe euch einfach ein paar Ideen, wie ihr das Ganze noch gestalten könnt, weil die Anleitung von Stampin' Up! Ist total verständlich und da brauche ich, glaube ich, kein Video dazu machen. Es ist sehr selbsterklärend, wie die Karten von Stampin' Up! Empfohlen werden. Aber ich erkläre euch das alles im Video und ja, möchte euch dieses wunderschöne Set ein bisschen näher bringen, weil ich bin total begeistert. Ich finde das wunderschön. Und ich freue mich richtig, dass ich das jetzt einfach mit euch basteln kann. Noch eine ganz kurze Info zu diesen Sets. Also das ist jetzt ein Set, das ich vorstelle. Die Sets kann man nur über den Online-Shop, also man kann die einfach bestellen, bei mir natürlich auch per E-Mail oder per Bestellformular. Aber ihr könnt nur im Online-Shop sehen, ob ihr das Set gerade bestellen könnt, ob das bestellbar ist und welches Set es gerade gibt. Also im Online-Shop findet ihr alle Sets, die es gibt, alle Bastelsets, die sind eben schon komplett fertig. Es gibt 2 unterschiedliche, entweder mit Stempel oder ohne Stempel. Alle Infos zu den Sets habe ich euch in diesem Video eben schon gezeigt und erklärt. Aber ich wollte es nochmal kurz sagen, das Set, das ich jetzt benutze, heißt Nostalgische Rose. Und ich möchte euch anhand von diesem Beispiel einfach zeigen, was ihr draus machen könnt. Und wie gesagt, ihr könnt nur im Online-Shop ersehen, ob es dieses Set zum Bestellen gibt oder nicht. Also guckt gerne in meinen Online-Shop. Ich verlinke euch hier oben mal meine Webseite und den Bereich mit Online-Shop. Und da könnt ihr dann draufklicken auf den Online-Shop und kommt dann direkt in meinen Online-Shop. Und dann könnt ihr genau sehen, ob dieses Set gerade bestellbar ist. Manche Sets können ausverkauft sein, einfach, also die gibt es, solange Vorrat reicht. Manche Sets können wiederkommen, wenn die sehr beliebt sind zum Beispiel oder von der Jahreszeit, wenn es passt. Und andere Sets kann sein, dass die man einfach nicht mehr bestellbar sind. Genau, so ist es mit diesen neuen Sets. Das ist eben was ganz Neues, was Stampin' Up! Da einführt. Und das Tolle ist einfach, dass ihr alles in diesem Set dabei habt. Also ihr habt Kleber dabei, ihr habt den Acrylblock dabei. Wenn ihr ein Set mit Stempeln habt, dann natürlich die Stempel oder eben braucht ihr gar keine Stempel, weil ihr schon Sprüche habt. Also das ist wirklich toll. Und klickt euch da einfach mal durch, was es für Sets gibt. Und heute zeige ich euch eben zur Nostalgischen Rose ganz viele Ideen. Viel Spaß dabei. Also ihr seht, dieser Teil ist schon fertig und ein bisschen was ist noch drin in meiner Box und ein paar Sachen, genau, habe ich mir jetzt noch mit reingeladen, wie zum Beispiel mein großes Stempelkissen. Also es ist in dieser Box alles drin, ihr braucht euch nichts dazu kaufen, auch dieser kleine Stampin' Spot, aber den mache ich jetzt nicht auf, weil mein Stempelkissen ist offen und dann kann ich das mal verschenken oder so. Also sowas wird bei mir nicht geöffnet, ich habe ja meins. Ihr habt auch einen Acrylblock dabei, das heißt, da braucht ihr euch auch keinen zulegen. Ich habe natürlich noch ein paar, die lege ich mir jetzt noch mit hin. Das Einzige, was ich jetzt noch verwendet habe, ist einmal ein Flüssigkleber, weil ich den einfach gerne benutze, weil mir das Ganze so ein bisschen das Ganze erleichtert. Und was ich noch gemacht habe, hier sind ja eigentlich so Glitzis drin, dieses Rote und Grüne zusammen mit den Klebepunkten. Und die waren mir tatsächlich einfach viel zu groß. Also ich fand die auf den Karten... Ich finde die großen schon sehr groß und dann noch die riesengroßen. Also das war mir auf der Karte einfach viel zu klobig. Deswegen habe ich die durch Glitzis und Perlen ersetzt, das was ich halt so da habe. Aber sonst habe ich wirklich nur das aus dem Set verwendet. Und ja, dann machen wir jetzt einfach noch eine weitere Idee. Und ich erkläre euch das Ganze ein bisschen und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir jetzt die facettierten Glitzersteine Echte Eleganz genommen. Die haben diese Bestellnummer. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und verwende die jetzt heute zum Basteln für meine 3 weiteren Karten. Außerdem ist in dem ganzen Set noch eine Box, so eine Acetatbox. Und die gestalten wir auch zusammen. Da zeige ich euch auch so ein bisschen, wie das mit der Anleitung funktioniert. Und genau, alles andere, wie gesagt, ist schon im Paket drin. Ihr habt hier auch eine super Anleitung für die ganzen Karten. Und seht wirklich Schritt für Schritt genau, wie das Ganze funktioniert. Also ihr seht das Stempelkissen auf den Stempel, Stempel auf den Block. Und dann abstempeln und so und dann, wie ihr es aufklebt und so, das ist wirklich perfekt beschrieben. Also da muss ich, glaube ich, nichts erklären. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Box, mit dieser Acetatbox, die da außen rum kommt. Da ist eben hier die Anleitung und alle Zubehörteile und dann seht ihr einfach mal, ja, wie das Ganze funktioniert. Und es ist wirklich selbsterklärend.
Und danach basteln wir einfach von jedem Format noch eine weitere Kartenidee. Und am Ende vom Video zeige ich euch dann alle Kartenideen von mir und von Stampin' Up. Genau, also wir sehen jetzt hier für die Box, da ist immer so eine kleine Übersicht, was brauche ich für welche Karte. Übersicht erste Karte, zweite und dritte Karte. Und für die Box brauche ich jetzt eben diese Teile. Das heißt einmal diesen langen Streifen mit diesem Wellenpapier. Und dann noch die Blumen und die zwei Blätter. Ein bisschen Kordel brauchen wir. Die haben wir hier. Und das Etikett, das ist das hier, wo man so anhängt mit diesem kleinen, dieser kleinen Lochstanzung drinnen. Das kann man sich also einfach so durchbrechen. Das ist ja alles schon vorgestanzt und vorgeschnitten. Das braucht man dazu. Und ich glaube, das wäre schon alles. Und natürlich die Acetatschachtel. Da war noch so eine ganz dünne Folie drauf. Die habe ich jetzt schon weggemacht. Die müsst ihr einfach wegmachen. Aber das sieht man auch ganz gut, dass die da nicht drauf gehört. Und die kann man einfach wegmachen. Und die Box an sich, muss man auch nichts erklären eigentlich. Die ist wirklich auch selbsterklärend. Da kann man diese vorgefalzten Falzungen schon mal so ein bisschen nachknicken. Und dann hat man die Box schon in der richtigen Form. Wer möchte, kann sich das noch nachfalzen mit dem Falzbein. Oder einfach so, wie ich das jetzt mache. Also es reicht eigentlich, wenn man es mit den Händen so nachbiegt. Dann hat man hier noch so eine Verpackung, wo man die Karten dann auch total schön verschenken könnte, wenn man die fertig bastelt. Und die dann verschenken will, hat man eben hier schon mal so eine Box dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Okay, und jetzt gucken wir uns mal die Anleitung an. Ist eigentlich auch selbsterklärend, aber so sieht man so Schritt für Schritt, wie man da vorgeht. Und der erste Punkt ist, ich brauche einen Spruch und ich brauche Farbe und bestempel mein Etikett. Und die Sprüche in dem Set und auch die Blume in dem Set, das werdet ihr gleich sehen beim Basteln, die sind so schön und so super. Ich nehme jetzt raus das für dich. Genau, hier für dich. Das wird ja eben auch empfohlen, ich zeige es euch mal kurz. Ihr habt da wunderschön diese Blüte, viel Glück, alles Liebe zum Muttertag, für dich zum Geburtstag. Denke an dich, beste Wünsche und lieben Dank. Und noch so eine kleine Verzierung mit so Punkten. Also wirklich wunderschön. Ich zeige es euch mal an dieser Karte. Ihr seht jetzt hier den Blumenstempel, den Blätterstempel, den Spruch. Also ich finde, das ist total schön, weil es einfach eigentlich für fast jeden Anlass passt und wirklich auch total schön ist. Also von der Schrift und alles. Ich finde, das ist echt ein super schönes Set. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir so eine Stempelunterlage herhole oder halt irgendein Schmierpapier. Und dann geht es los mit meinem Etikett. Und mit meiner Stempelfarbe. Und wenn die Stempel noch ganz frisch sind, dann mache ich es immer so, dass ich mir das einmal irgendwohin abstempel. Und dann kann ich mir den zweiten Abdruck eben schon auf mein Etikett setzen. Und dann seht ihr, ist schön, oder? Also es ist irgendwie eine tolle Schrift, finde ich. Nehme ich mal noch ein bisschen näher. Seid ihr näher da? Genau. Genau, der nächste Schritt ist einfach, dass wir uns die Schachtel packen und dieses Band hier einmal außen rum legen, dieses Wellenband, das hier. Und da ist hinten sogar schon Kleber dran. Also ich gucke jetzt mal erst, wie ich es mir rumlege. Da sind auch die Linien schon so vorgefalzt, also es ist echt, bin ich doch zu nah da, oder? Also das ist echt cool gemacht, seht ihr? Und dann kann man sich das einfach so zusammenkleben. Und ich möchte es natürlich so haben, dass meine Lasche hinten ist. Also ich habe es ja jetzt zusammengebaut, die Lasche ist hinten und dann ist diese Lasche auch hinten. Das heißt, ich nehme hier einfach das Klebeband ab. Das ist auch so ein doppelseitiges, dickes Klebeband. Und lege mir das einmal hier ordentlich außen rum und klebe mir das dann an. Das ist jetzt, ja, es ist okay. Ich hätte es noch ein bisschen strammer machen können, aber so kann man es auch noch verschieben. Aber ja, so passt das ganz gut für mich. Als nächstes nehme ich mir die Blume. Die ist auch schon so vorgestanzt. Die kann man sich einfach so rausdrücken. Die beiden Blätter auch. Und wir brauchen noch die Kordel. Und jetzt gucken wir mal, wie das da gemacht ist. Das ist einfach einmal mit der Kordel außenrum gewickelt. Kann man auch zweimal machen oder so, also je nachdem, wie ihm das gefällt. Und dann ist hier so eine Schleife hingemacht.
Und das Ganze wird dann mit der Blume fixiert. Also ich mache mir erstmal einen Knoten, dann kann ich die Schleife besser binden. So für die Finger ein bisschen angenehmer. Genau. Dann schneide ich mir das einmal ab. Also gut, was ihr noch natürlich braucht, ist eine Schere. Also Schere müsst ihr noch mitnehmen, wenn ihr das zum Beispiel als Urlaubspaket mitnehmt. Ich liebe diese Sets ja, wenn ich die in Urlaub mitnehme und mich dann einfach entspannt in irgendeine Ecke verziehen kann und dann ein bisschen basteln kann im Urlaub. Das ist total schön und dafür sind diese Sets natürlich Gold wert. Ich liebe das total. Und da braucht ihr natürlich noch eine Schere. Also Schere einpacken und vielleicht einen Flüssigkleber und vielleicht noch andere Glitzis und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und die ziehen wir uns jetzt so zur Seite. Ach Gott, ja, eigentlich hätte ich jetzt da noch das Etikett hinbinden sollen. So ist die Anleitung. Dann mache ich das natürlich noch. Das ist ja schon gelocht. Dann binde ich mir das nochmal hin. Ich mache jetzt da erstmal nochmal einen Knoten. Und dann eben nochmal ein Schleifchen. Sich nur die Schleife ein bisschen verdreht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann die nachher dann noch ein bisschen fester hinfummeln. Dann vielleicht noch kurz gleich abschneiden und dann passt es so. Wer möchte, kann sich das auch noch mit einem Klebepunkt vielleicht ein bisschen fixieren. Das guckt man nachher einfach, wie das dann aussieht. Und hier für die Mitte wird jetzt eben empfohlen, diese Blume noch hinzumachen mit den Blättern. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das ein bisschen so knicken und zurechtbiegen. Es ist ja Papier, also es darf auch ein bisschen lebhaft sein. Wer ein Falzbein hat, kann natürlich auch die Blüte ein bisschen in Form biegen. Muss man nicht machen, aber ja, ich mache das immer ganz gern. Dann sieht das alles nicht mehr ganz so starr aus. Und dann klebe ich mir diese Blüte einfach mit den Dimensionals drauf. Die sind eben auch im Paket. Ich habe jetzt hier noch Reste von meinem Dimensional. Also das benutze ich jetzt natürlich noch. Die Randstücke schneide ich mir da immer so klein und dann kann ich die auch noch super verwenden. Und dann baue ich mir hier die Blüte einmal hin. Ist jetzt relativ mittig. Und die Blätter könnt ihr jetzt auch entweder mit der Menschennetz hinkleben oder auch mit diesen Klebepunkten, die da dabei sind. Also das sind auch so kleine Mini-Klebepunkte dabei. Da müsst ihr nur diese Folie wegmachen. Und dann ist unten dieser Klebepunkt. Das ist so ein bisschen gefummelt, das gebe ich zu. Aber ansonsten sind die echt ganz praktisch und kann mir die hier noch unten reinsetzen unter die Blüte. Und vielleicht so, dass man es auch ein bisschen sieht. Ja, oder ihr macht das mit Flüssigkleber oder was ihr halt habt. Ich nehme da immer ganz gerne den Flüssigkleber, das ist immer ganz angenehm. Und schon haben wir hier diese wunderschöne Box fertig. Ich würde jetzt da persönlich noch einfach eine Perle oder irgendein kleines Glitzy-Stückchen drauf machen. Vielleicht auf die Blüte hier. Auf das Blatt. So nur ganz hübsch, oder? Und wie gesagt, wenn euch das Schild zu locker ist oder wenn das jetzt nicht so ganz in eurer Form ist, wenn das sich irgendwie verdreht, dann könnt ihr euch das auch noch mit so einem Klebepunkt festkleben. Aber ansonsten ist die Box an sich schon fertig und die ist wirklich schön, oder? Total elegant. Ich finde die toll. Und da passen alle diese Karten dazu. Also ich finde alle Karten total schön. Und genau, ich würde jetzt hier mal ein bisschen Platz machen und euch jetzt mal kurz die Karten zeigen, die die Stampin' Up eben euch vorgibt. Das sind ja drei Stück. Ihr habt da auch immer die Kuverte dabei. Die sind auch innen noch so ein bisschen mit Farbe hinterlegt. Und diese Vorschläge, diese drei, die Stampin' Up eben macht, ich klicke jetzt mal die Kuverte auf die Seite, also hier sieht man es besser von der Farbe. Die sind eben innen alle nochmal schön mit gelben Punkten oder mit diesen Mustern hinterlegt. Das passt wirklich perfekt zusammen, das harmoniert sehr gut. Und die Kartenideen, die Stampin' Up eben vorgibt, sind einmal diese Idee. Total schön. Ich finde diesen Hintergrund wunderschön. Diese. Und wie gesagt, auch die Schrift finde ich toll. Und diese hier. Also die habe ich ein kleines bisschen abgewandelt. Im Original ist das komplett hier oben an der Ecke. Zeige es euch mal so. Das fand ich jetzt nicht ganz so schön. Ich habe jetzt einen kleinen Rand gelassen. Das ist trotzdem nach rechts oben versetzt, aber mit einem kleinen Rand. Und wie gesagt, ich habe nicht mit diesen originalen Glitzis gearbeitet. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Das war mir zu groß. Genau.
Also diese drei Karten, die könnt ihr einfach so basteln mit dem Set. Und genauso einfach so mit dem Set hatte ich drei weitere Ideen und wir basteln heute nochmal drei Ideen. Also ihr kriegt da jetzt einfach ein paar Ideen, wie man es anders machen könnte. Aber ich verwende nichts sonst. Also alles, was ich euch gezeigt habe, verwende ich auch so. Also das ist meine Idee zur zweiten Karte, beziehungsweise zur ersten, die ich euch gezeigt habe. Zeige ich euch am Ende auch nochmal genau nebeneinander. Die gelbe Karte. Da habe ich mich verstempelt im Hintergrund, aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus. Hat sich dann so entwickelt. Also manchmal. Und diese finde ich auch total schön so. Ist vielleicht jetzt ein bisschen fülliger vom Stempel und so und von den Hintergründen, aber finde ich auch total cool. Und genau. Jetzt basteln wir mit dem dritten Kartenset einfach nochmal drei weitere Ideen. Dann habt ihr wirklich eine große Auswahl, was ihr machen könnt. Und lasst euch da ruhig ein bisschen treiben. Also macht euch da gar nicht so viele Kopf, sondern lasst einfach auf euch zukommen und guckt, was ihr machen möchtet. Ich bleibe jetzt auch bei der Karte. An sich könntet ihr jetzt zum Beispiel ja auch die Kartenteile untereinander variieren oder so. Oder das Ding hier zuschneiden. Ihr könntet ja die Blumen ausschneiden und dann für die andere Karte verwenden. Also so richtig aus dem Ganzen rausgehen. Oder ihr nehmt euch einfach die Vorlagen so, wie sie sind und macht die eben noch ein bisschen anders. Und so werde ich es jetzt auch machen. Genau. Und ich nehme jetzt einfach mal, mit welcher fange ich an? Ich fange jetzt einfach mit der gelben Karte an. Und guck mal, was hier da eigentlich dazu gehört und was ich da dann draus mache. Also, ich verwende jetzt eben auch den Stempel, die Schriften, also die Texte, die könnt ihr ja nehmen, was ihr wollt. Also hier ist jetzt zum Beispiel dieses Etikett dabei. Und noch dieser Streifen hier aus diesem Wellenpapier. Und mehr ist bei der Karte gar nicht. Genau. Einmal der große Blumenstempel. Nehme ich mir jetzt mal eben kurz raus. Und der Blätterstempel und der Spruch beste Wünsche, glaube ich. Oder ihr könnt zum Beispiel auch zum Geburtstag nehmen, das ist auch so ein länglicher Spruch. Oder viel Glück. Oder für dich, was ihr halt wollt. Also da sind wir ja total flexibel. Und wie gesagt, es ist ein Stempelblock drin, mit dem könntet ihr jetzt alles machen. Aber ich bin ja jetzt nicht unterwegs, sondern ich bin ja direkt in meinem Bastelzimmer. Deswegen nehme ich jetzt einfach, was ich so rumliegen habe hier. Aber ihr kommt mit einem großen Stempelset auf Acrylblock. Menschenskinder. Mit einem großen Acrylblock kommt ihr da super klar. Okay, und dann geht's los. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir aus der Karte machen. Also, vielleicht wollen wir sie. Wir haben ja das Original ist in Querformat. Wir könnten es nochmal Hochformat machen. Als erstes falte ich mir einfach die Grundkarte um. Wenn ihr einen Papierfalter da habt, könnt ihr den nehmen. Wenn nicht, dann macht ihr es einfach mit den Händen. Und dann gucken wir einfach mal, wir könnten uns das auch kleiner schneiden. Dass wir sagen, wir versuchen es jetzt ganz anders. Also ich würde jetzt noch ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht reinbringen. Das heißt, ich würde auch noch mal ein bisschen anderes Papier mit reinbauen in das Ganze. Ich hätte jetzt ganz gern auch die Blume vielleicht einmal ausgeschnitten, dass man einfach noch mal eine dritte, ganz andere Variante hat. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Stück Flüsterweiß, Grundweiß ist es schon. Mal gucken, was habe ich grundweise diese Bestellnummer. Also einfach so ein Reststück. Und werden mir da jetzt die Blumen drauf stempeln. Dass man da einfach noch ein bisschen eine andere Idee hat. Wie gesagt, wenn ihr das Set im Urlaub dabei habt, dann haltet euch einfach an die Sachen, die ich euch jetzt schon gezeigt habe. Oder ans Original. Aber um euch noch ein bisschen mehr Ideen zu geben mit dem Ganzen, nehme ich mir noch ein bisschen was dazu. Oder ihr packt euch einfach noch ein bisschen Papier mit ein. So sieht der Stempelabdruck aus. Sehr schön, oder? Ich bleibe jetzt auch bei Granit, also die Farben bleiben jetzt gleich. Und schnapp mir eine Schere und schneide mir das jetzt einmal aus. Mit so einem ganz leichten weißen Rand am Rand. Genau. Okay, so sieht die Blüte jetzt aus. Also ich finde die ist auch toll vom Stempel. Ich finde die ist super schön. Und dann haben wir ja hier noch so diese beiden Sprüche. Den Spruch können wir uns gleich stempeln. Also ich habe jetzt hier die besten Wünsche genommen. Oh, ich glaube, der ist schief. Ah, es geht. Und dann könnten wir uns natürlich auch noch die schönen Blätter so ein bisschen in den Hintergrund stempeln. Die dann hier so reinschauen.
die haben auch ein ganz tolles Stempelergebnis, ein wirklich schöne Stempel. Okay, und dann können wir gucken, wie wir das Ganze anrichten, wollte ich schon sagen. Jetzt gucken wir mal, also wir könnten das im Querformat machen und das Ganze einfach so aufeinander bauen. Oder eben im Hochformat. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Wobei ich ganz gerne die Blume schon ein bisschen im Vordergrund hätte auch. Also die biege ich mir noch so ein bisschen. Mal gucken. Also das wird jetzt auch ein relativ, ich weiß noch gar nicht, wie die Karten alle wären. Das wird jetzt auch ein bisschen spontaner, das Video. Ah ja, ich weiß, was ich mache. Ich mache mal ein bisschen schief. So ist gut. So gefällt es mir. Also ich klebe mir zuerst mal mein Blatt auf hier, mein gestempeltes. Übrigens auch der Hintergrund ist einfach toll, oder? Ich finde das einfach super. Ihr merkt schon, ich bin begeistert von dem Set. Ich glaube, ich kaufe mir das gleich nochmal. Weil ich es einfach schön finde und das sind echt tolle Karten, die daraus kommen. Und ich klebe mir meinen Hintergrund schief auf. Seht ihr das? Bisschen schief. Meine Blüte kommt dann hier irgendwo hin und meinen Spruch hätte ich ganz gerne noch oben drüber und vielleicht das noch so ein bisschen in den Hintergrund irgendwie gesetzt oder auch so. Man könnte ja sagen, das wäre so ein Band, so ein Schummelband, das hier hinten nicht weitergeht, diese Wellen, der Wellenkarton. So. Ja, so mache ich das. Also ich klebe mir jetzt einfach den Wellenkarton, den kann man natürlich auch zuschneiden und nochmal ein Fähnchen machen oder so. Da seid ihr natürlich frei. Den mache ich mir jetzt hier unten hin. Wie so ein Band, wo da jetzt noch sich verlängert. Darüber kommt dann die Blüte. Die klebe ich mit den Dimensions an, wenn ich sie dann finde, wo habe ich sie jetzt hingelegt. Und dann eben noch das Schildchen drüber. Vielleicht so, dass man den Stempel hier unten noch ein bisschen sieht wenigstens. Und darüber dann noch mein beste Wünsche. Vielleicht so ein bisschen unterhalb. Machen wir jetzt auf der einen Seite auch mit Dimension. Und auf der anderen Seite mit ein bisschen so einem kleinen Klecks Flüssigkleber, wo der auf die Blüte drauf kommt. Ja, so finde ich es eigentlich ganz hübsch. Also so ist die Karte fertig, bisschen schief. Und was wir jetzt natürlich auch gleich noch einbauen könnten, ist unser Band, unsere Kordel. Die ist ja dabei und da können wir uns einfach ein Schleifchen binden. Und dann nehme ich mir auch wieder so einen Klebepunkt, der da dabei ist und ja, pull mir den zu so einem ganz kleinen Punkt. Und klebe mir das hinter den Knoten von der Schleife rein. Genau, dann ist die super fixiert. Und schiebt ganz gut. So, hier unten noch. Kleine Schleifchen hin und dann, wie gesagt, ich nutze jetzt noch diese kleinen Glitzis. Da finde ich jetzt die durchsichtigen eigentlich auch ganz hübsch oder die mit bisschen Glitzer. Ein bisschen glitzern, ja, ein bisschen glitzern darf es schon. Da machen wir mal hier noch einen hin. Und da. Und hier unten. Ups. Oder hier auf das Band. Nee, lieber unten. Mehr ins Eck. Na, sag mal, wo will denn der dritte hin? So ist, glaube ich, ganz gut. Also das ist jetzt so die nächste Idee zu dieser Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch. Also es ist wirklich einfach und lasst euch da treiben und es ist so schön. Genießt es einfach. Ich finde das einfach toll. So locker flockig vor sich hin zu basteln. Man muss nichts zuschneiden, nichts falzen. Es ist alles schon hergerichtet und genau. Jetzt machen wir mal die nächste Karte. Ich nehme jetzt mal die mit dieser Schrift. Nehmen wir nochmal die Originalidee dazu. Genau, da wurde jetzt auch viel im Hintergrund gestempelt. Die würde ich jetzt mal, ich hatte überlegt, ob ich die in Querformat mache, aber die Schrift ist natürlich in Hochkant. Also ich glaube, die Karte würde ich jetzt nicht unbedingt in Querformat machen. Kann man natürlich. Weiß nicht, ob man das unbedingt muss. Okay. Was, guck mal, hier ist dabei ein grünes Etikett.
Wo sind meine Etiketten? Also das grüne Etikett ist da dabei und dieses Fähnchen von dem Wellenpapier. Das hier. Und gestempelt ist auch wieder die Blüte und das Blatt. Und als Spruch haben wir hier lieben Dank. Und das finde ich wunderschön. Das nehme ich jetzt auch gleich. Mir mal das beste Wünsche auf die Seite und hole mir das lieben Dank. Toll ist auch, dass das Klarsichtstempel sind auf jeden Fall. Das finde ich auch immer super. Und stempel mir das einmal auf mein Etikett. Möglichst gerade. Ja, kann man lassen. Und ich habe mir gedacht, das sind ja noch diese kleinen Pünktchen da drin. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Die will ich auch mal ausprobieren. Die nehme ich jetzt auch noch auf den Stempelblock. Stempel mir die einmal ab. Und gucke mir das dann mal an, wie das aussieht. Jetzt müssen wir uns nur eine Form überlegen. Also, wir bleiben tatsächlich mal beim Hochkant. Und ich würde es jetzt so machen, ich würde mir das noch ein bisschen... Also die Originalkarte ist so, die zweite Karte, die ich gemacht habe, war so, die dritte Karte könnte so sein. Nee. Vielleicht kürze ich mir das ein bisschen ein. Dass ich dann hier sowas draufsetze und dann hier nochmal ein Fähnchen hinmache von irgendeiner Seite. Dass man könnte man auch zwei Fähnchen schneiden, so. Und dann noch Blümchen oder so. So machen wir es jetzt, oder? Also ich messe mir das jetzt mal kurz aus, wie viel es hat. Es hat 7 cm und kürze mir das mal eben schnell auf 7 cm ein. Das gute Papier. Und habe jetzt hier eben so ein gleichförmiges Viereck. Und guck dann, was ich da machen könnte. Ich bin irgendwie auf so einem schrägen Trip, das finde ich irgendwie ganz witzig. Oder man macht das so und kann es jetzt auch so gestalten. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir stempeln auf jeden Fall noch einen Hintergrund. Das ist so ähnlich, wie wir es jetzt eigentlich hatten bei meiner Musterkarte. Schleifchen hätten wir noch. Okay, ich finde jetzt mal, wir können mit dem Schleifchen starten. Also, ich lege mir jetzt mal das Schleifchen, also die Kordel, so in den Hintergrund und gehe mir da einfach ein paar Mal außen rum. Und mache mir da so ein bisschen so ein Muster rein. Und das klebe ich mir jetzt auf der Rückseite mal fest. Ich schnappe mir jetzt, ihr könnt einen Tesa zum Beispiel nehmen oder irgendwas. Oder eben diese Mini-Klebepunkte natürlich. Also ich habe jetzt hier das Abreißklebeband, weil ich es einfach da habe und das praktisch ist. Aber die Mini-Klebepunkte halten die Kordel natürlich auch. Also das finde ich mal ganz schön. Ist es jetzt fast so groß, hätte ich mir vorher überlegen sollen, wie ich das da drauf haben will. Wenn ich jetzt so gestalten will, also wenn ihr es noch ein bisschen so kleiner macht, dann könntet ihr das auch so drauflegen. So steht es halt hier an der Seite ein bisschen über. Und wenn ich es schmaler mache, dann ist es nicht mehr so schön gleichschenklig. Ach Gott, ist das schwierig. Seht ihr mal, wenn man so viele Möglichkeiten hat, dann ist es auch nicht immer einfach. Ich glaube, ich mache es so, das gefällt mir jetzt gerade ganz gut. Ja, so sieht es doch ganz cool aus. So gefällt mir das. Okay, also dann wird es noch gestempelt. Einmal auf mein vorher schon eingefärbtes Papier. Ein bisschen Blatt will ich auch noch haben. Und diese kleinen Punkte, haben wir gesagt, nehmen wir auch noch. Die würde ich so ein bisschen in den Hintergrund ganz gerne machen. Das sind jetzt diese kleinen Punkte. Macht nicht viel aus, aber so einen kleinen Hingucker macht's.
Und dann würde ich mir das hier mit Dimension aufkleben, also mit den Abstandsklebepads. Und da würde ich auf jeden Fall mindestens 4 nehmen. Ich mache aber noch eins in die Mitte, dass das nirgendwo so durchhängt. Das finde ich immer ganz schön, wenn das schön gleichmäßig absteht. So, dann kommt das Ganze mit Dimension da drauf. Und hier unten kommt dann noch eben das Fähnchen hin und das lieben Dank drüber. Also das klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber hier auf und das setze ich so ein bisschen unter das Etikett. Und hier genau an den Rand hin. Und dann machen wir das zweite noch ein bisschen mit Dimension unten und setzen das hier noch so ein bisschen drüber, auch so ein bisschen seitlich, dass es auch hier an den Rand wieder hinkommt. Nur ein Stückchen. Und das ist eine sehr moderne Karte, finde ich. Jetzt noch ein paar Glitzis hin. Wer möchte, könnte hier oben noch ein Schleifchen hinmachen, aber das ist mir jetzt zu viel. Ich würde jetzt einfach noch ein paar Glitzis nehmen. Wo sind denn meine Glitzis? Ihr könnt auch Strasssteine schön benutzen. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal die durchsichtigen. Wobei ich da jetzt nur die großen habe. Aber die machen sich halt auch schön. Ja, so ein kleines wäre schon ganz nett. Ich bin eigentlich immer so ein großes und zwei kleine. Also brauche ich schnell mal meine Kiste. Wo ist meine Kiste? Habe ich mal gesehen als Tipp bei Alexandra Grappe. Fand ich total super, dass man sich das einfach an der Seite aufschneidet. Und dann kann man die nämlich einfach hier rausziehen. Und hat immer eine tolle Möglichkeit, die wieder ordentlich zu verstauen, ohne dass einem irgendwo was fehlt. Vielleicht ist das auch was für euch. Also auch eine ganz spontane Karte, auch wieder ganz anders. Finde ich auch ganz schön, muss ich sagen. Passt. Mit diesen Steinen. Also ihr habt jetzt hier zum Vergleich noch meine zweite andere Idee. Und die Idee von Stampin' Up ist diese hier. Also ich zeige euch das nachher. Da lege ich die alle nebeneinander. Jetzt machen wir noch eine Karte und dann zeige ich euch die alle schön nebeneinander mit schöner Unterfläche. Genau, jetzt kommt eben noch die letzte dran mit dieser schönen Rose. Mit diesem Hintergrund auch einfach total schön. Und gucken wir mal, was mir da noch so einfällt. Also die ist eigentlich von Haus aus schon so toll. Die sind alle so, schon so schön, da fällt mir immer gar nicht wirklich mehr noch was ein. Da habe ich mir gedacht, könnte man wieder Querformat machen. Und diese Streifen, entweder benutzen wir das hier oder wir nehmen einfach noch, wir haben ja jetzt noch massig übrig. Also wir haben ja jetzt immer noch von vorher so Streifen übrig, da könnte man jetzt zum Beispiel auch einfach so drei Streifen vielleicht mal gucken, ob wir die in den Hintergrund machen könnten. Aber die sind, glaube ich, zu kurz. Schade, das wäre irgendwie auch ganz witzig, wenn man da so drei Streifen in den Hintergrund macht. Da dann vielleicht irgendwie dieses Etikett drüber. Wenn wir uns das so zuschneiden, das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Das probieren wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal, wie groß das ist. Also das Blütenmotiv hat ungefähr 7x7. Das war uns vorher fast zu wenig. Müsste man es ja fast einkürzen, also auf 6 cm. Oh Gott, jetzt zerschneide ich das schöne Muster. Ich mache es jetzt mal noch nicht so ganz radikal. Das tut einem immer irgendwie leid dann, oder? Geht es euch auch so? Also wenn ich da so reinschneide und mir das so gut gefällt. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich da geschnitten habe. Das ist ein bisschen mehr als 7. Also wir müssen schon auf 6 cm ungefähr kommen. Aber ich möchte nicht die ganze Rose wegmachen. Okay. Und jetzt hier noch. Ein bisschen höher, sodass die Blumen noch drauf sind. Also ich mache jetzt 6x6 als Maß. Macht die Augen zu, wenn ihr es nicht sehen könnt. Und habe jetzt hier das Ganze in viel kleiner. Hoffentlich wird es was, gell? Das ist jetzt auch total spontan. Genau, und dann hier im Hintergrund die Streifen und das im Vordergrund drüber. Das ist schon mal ganz cool. Und ich habe gar nicht geschaut, was wir eigentlich für ein Etikett da haben bei der Karte. Ah, das rote. Ein rotes, großes Etikett. Oh, das ist ganz schön groß. Vielleicht gefällt mir da tatsächlich so ein kleineres besser. So ein Streifen.
In Gelb ist auch okay, glaube ich. Ich glaube, ich nehme so eins. Und als Stempel, was nehme ich? Beste Wünsche nochmal, finde ich eigentlich ganz hübsch. Das nehme ich mir nochmal raus. Also jetzt können wir natürlich, haben wir ja noch alles, was wir noch da haben, können wir jetzt nur verbraten. Da bleibt auf jeden Fall euch was übrig bei diesem Set. Genau, das fand ich cool. Und dann das so drüber. Und vielleicht noch ein Schleifchen und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Genau, also so machen wir das. Das heißt, wir müssen uns jetzt die hier schön verteilen. Habe ich jetzt eher so in den oberen Bereich gemacht. Und hier 5,5. Also da mache ich mir das Ganze 5,5 mal 5,5 cm. Ich schnappe mir wieder meine große Blüte und stempel mir die nochmal ein bisschen so in meine beiden Ecken. Einmal hier unten und einmal hier oben. Dazu wieder die Blätter. Und hier unten noch ein Blatt. Und noch eins hier oben. So. Und dann kommt jetzt die Herausforderung, dass man diese Streifen schön ankleben. Im gleichen Abstand. Sollen wir es uns ausmessen oder soll man ganz flexibel sein? Ich hätte sie gerne ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich mache das nach Augenmaß. Oh Gott. Das ist jetzt Typsache. Also macht es, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt fürs Video mal, ohne dass ich es mir anzeichne. Wenn ihr da ganz genau sein wollt, dann macht das lieber mit Anzeichnen und Ausmessen. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl. Ich glaube, so ist es schön. So ist es okay. Ich kann euch die Maße mal sagen. Also der erste Streifen geht jetzt bei mir los bei 2 cm. Der nächste ist dann bei ungefähr 4,2 jetzt in meinem Fall und der nächste ist bei 6,5. Also nicht ganz perfekt, aber ich finde, das passt so. Okay, dann kommt das hier drauf. Das machen wir dann auch auf jeden Fall mit Abstandspelz. Auch mal leer. Und einen habe ich noch. Hoppala, das waren jetzt 2. Anna, reicht uns schon. So. So, ein bisschen glitzy noch und gut ist das. Ist irgendwie eine coole Karte. Einfach, aber schön. Ein paar Glitzersteinchen. Dann nehmen wir jetzt diese mit wirklich Glitzer. Wer möchte, könnte jetzt noch irgendwie ein Schleifchen hinmachen, aber ich finde, eigentlich braucht es gar nicht mehr. Ist schon eine schöne Karte geworden. Ihr Lieben, ich bin fertig. Cool. Also ihr seht, ihr habt immer noch Etiketten und ein bisschen Restpapier übrig. Also da könnt ihr immer noch was daraus machen. Ihr habt auch noch eine Menge Kordel, die man jetzt auch noch verarbeiten könnte. Und also das Set ist wirklich toll. Finde ich mega schön. Und jetzt zeige ich euch einfach mal alle meine Ideen. Ein bisschen aufräumen tue ich vorher noch. Also ihr Lieben, wir starten mit Idee Nummer 1. Die Originalidee von Stampin' Up ist ungefähr so. Nur noch ein bisschen weiter nach rechts oben verzogen. So sieht die Originalidee aus. Und meine beiden Ideen dazu sind einmal in Hochkant und so ein bisschen schräg aufgeklebt. Das habe ich einfach so abgeschrägt. Noch ein bisschen gestempelt. Ein bisschen mehr gestempelt als im Original. Ein bisschen andere Glitzis. Schleifchen noch hingemacht, genau. Und meine zweite Idee ist so ein bisschen schief aufgeklebt, mit Absicht. Die Blüte nochmal extra aufgestempelt und nochmal ausgeschnitten. Das ist im Hintergrund so wie so ein Band, das gar nicht wirklich vorhanden ist, mit einer kleinen Schleife. Bisschen gestempelt im Hintergrund
Und dann hat man schon drei ganz unterschiedliche Karten eigentlich irgendwie. Alles mit den gleichen Sachen, aber kommt dann doch immer was anderes raus dabei. Das ist Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist dieses. Sind diese drei Karten, also die Idee von Stampin' Up lege ich euch jetzt immer nach rechts, sind jetzt alle drei hochkant, einfach weil die Hintergrundschrift auch in diese Richtung geht, deswegen wollte ich das so machen. Also das ist die Originalidee, wie gesagt, nur mit den anderen Glitzersteinen, die Stampin' Up da verwendet, die habe ich jetzt nicht benutzt. Hier mit einer schönen Schleife, mit dem Etikett so in den Hintergrund, Blüte in den Hintergrund, finde ich wunderschön. Gefällt mir total gut. Meine zweite Idee, das Fähnchen einfach in diese Richtung gesetzt, ein bisschen mehr gestempelt. Gleicher Spruch, gleiche Karte. Wirkt irgendwie ganz anders, oder? Sieht ganz anders aus, finde ich. Und meine dritte Idee, die habt ihr jetzt gesehen, wie man die bastelt, ist diese hier. Ganz anders auch natürlich mit diesem zentralen Element, das aber gar nicht so viel darstellt. Also das ist jetzt, ich finde, eine sehr moderne Karte, ein bisschen im Hintergrund gestempelt. Finde ich auch total schön. Mir gefallen die Farben gut. Also es ist einfach irgendwie eine coole Karte. Und die letzten drei Karten, einmal die Originalidee von Stampin' Up. Das ist diese hier. Da ist es eben so hinterlegt mit dem Wellenpapier. Und dann mit dem Schleifchen im Hintergrund. Denke an dich. Und dann meine zweite Idee dazu, jetzt im Querformat. Mit Glitzis und der Schleife so von oben nach unten. Ansonsten sehr ähnlich. Man sieht jetzt hier nur den ganzen Rand von diesem Wellenpapier, falls euch das auffällt in der Kamera. Und dann die Idee, die wir heute zusammen gemacht haben. Finde ich auch sehr cool, muss ich echt sagen. Finde ich es wirklich cool. Wir wurden mit dem Hintergrund nochmal gestempelt. Das macht nochmal so einen Effekt. Und dann mit diesen Streifen im Hintergrund und mit dem Blütchen. Bisschen abgeschnitten, aber schön in Szene gesetzt, finde ich. Also das sind so meine Favoriten auf jeden Fall, glaube ich. Sehr, sehr cool. Bisschen anderes Etikett habe ich hier benutzt, aber ansonsten auch genauso. Fast wie im Original, nur ohne Schleifchen. Genau. Also ihr Lieben, das sind wirklich nochmal ganz viele Ideen, was ihr mit dem tollen Set noch gestalten könnt. Wie gesagt, lasst euch da einfach ein bisschen treiben und guckt, was euch einfällt und genießt diese Zeit, die ihr einfach total in euch versunken da vor euch hinbasteln könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht zu vergessen unsere Box, die wir ganz am Anfang gemacht haben, mit dieser schönen Bordüre. Diese Sets, die man da so bestellen kann, die wechseln ja das Sortiment. Also wir wissen nicht genau, wie lange das jetzt verfügbar ist. Wenn es bestellbar ist, dann könnt ihr das immer im Online-Shop einsehen. Ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gut gefallen hat. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues. Tschüss.